Moin und herzlich willkommen auf den PLW Review Kanal. Heute stellen wir euch eine Ausrüstung vor, die hat es offiziell nie gegeben. Bis in die 80er Jahre, als es nämlich herauskam, dass die USA eine Spezialeinheit hatten, die MacVSOC, die in Kambodscha und Laos operierten. Die Ausrüstung, die wir euch heute dabei haben, die ist in den Zeitraum 71-72 einzuordnen. Und es gab von der MacVSOC insgesamt drei Großeinheiten. Eine für den Norden, eine für die Mitte von Vietnam und eine für den Süden. Die Aufgaben waren, den Ho Chi Minh-Pfad aufklären und gefangen nehmen von feindlichen Generälen, als auch zum Beispiel Rettung von eigenen Männern aus der Kriegsgefangenschaft. Die Ausrüstung, die wir hier sehen, ist wie folgt aufgebaut. Ein Boonie in Tiger Stripe als Kopfbedeckung, dazu Tarnschminke im Gesicht, um natürlich bei der Aufklärung nicht weiter aufzufallen. Als Uniform sehen wir hier eine standardmäßige Tropical Uniform in der Third Pattern, aber modifiziert. Zum einen, wir sehen, diese Uniform hat Armtaschen. Diese Taschen kommen eigentlich aus dem Bauchbereich, sind dort aber abgetrennt worden und dann auf die Arme genäht worden. Zusätzlich wurde am Rücken ein Bandolier vernäht, um zusätzliche Magazine unterbringen zu können. Und ganz markant und auch interessant ist hier, dass um den Tarnwert zu erhöhen, wurde von diesen Einheiten die Uniform zusätzlich schwarz angesprüht, um damit einen kleinen Tarneffekt zu erreichen. Als Weste sehen wir hier einen vietnamesischen Chikom. Hier in dieser Weste sind dann 20 Schuss Magazine für die Hauptbewaffnung. Die Hauptbewaffnung ist ein XM 177, abgetarnt mit Klebeband, auch zur Erhöhung des Tarneffektes. Und ganz interessant, hier vorne beim Mündungsfeuerdämpfer sind die Löcher abgeklebt, damit bei den ersten Schüssen zwar der Schuss zu hören ist, aber vor allem im Nachkampf nicht ein großer Feuerball entsteht und damit die eigene Position noch zusätzlich aufklären kann. Generell nutze das MacVSOC kaum eigene Ausrüstung, um nicht als Amerikaner hinter den feindlichen Linien aufzufallen. Möchtest du uns noch was zu deiner Weste erzählen? Bei der Koppel handelt es sich um ein sogenanntes Stabo-Harness. Dieses Stabo-Harness wurde benutzt zur schnellen Exfiltration aus dem Krisengebiet bzw. hinter feindlichen Linien. Es funktioniert als Tragegeschirr, wie man es vom Bergsteigen kennt. Man hat hinten zwei Beingurte, die man lösen kann, vorne einhängen kann. Und hier oben zwei Ösen, an denen man sich dann in einen Helikopterseil angeklinkt hat, um so rauszukommen. An der Weste selber, also beziehungsweise an dem Harness selber, ist hier ein Light Distress Marker, ein Positionslicht, ein Pilot Survival Knife, eine M67 Handgranate, kleine Rauchgranaten, die extra für MacVSOC entwickelt wurden. In den Taschen befinden sich Magazine. Die Taschen an sich sind laotische Magazintaschen. An der Seite habe ich, genauso wie hinten, zwei Canteen-Pouches auf jeder Seite. Vorne die Beine mit Magazinen gefüllt, hinten natürlich mit Wasserflaschen. Hier hinten an dieser Schnalle befindet sich eine Dose mit Serum-Albumin gefüllt. Serum-Albumin zum Bluttransfer. Ein Seil zur Exfiltration. Hier vorne habe ich eine White Phosphorus Grenade M34, eine XM28E4 Gasmaskentasche zur CS-Bekämpfung. Als Handschuhe sehen wir hier Nomex Fly Gloves, Feuerschutzhandschuhe aus dem Luftbereich, zum Beispiel genutzt von Kampfjetfliegern oder Hubschrauberpiloten. Hier zum Beispiel die Finger freigeschnitten der Schusshand, um die Waffe besser bedienen zu können. Als Schuhe nutzt er die Standard Jungle Boots. Es wurden aber auch stellenweise, um keine markant amerikanischen Fußabdrücke zu hinterlassen, auch andere Stiefel benutzt, die man sich beschafft hat, eventuell auch Beutestiefel. Oder es gab es auch als experimentelle Variante Stiefel mit nackten Fußabdrücken, um definitiv nicht aufzufallen, wenn man irgendwo durch den Schlamm läuft.
hat sich aber nicht durchgesetzt. Als Rucksack sehen wir hier einen Tropical-Rucksack. Ja, die Amerikaner haben hier wirklich das deutsche Wort benutzt. Da das McVisock bis zu 6 Wochen auf Mission war, wurden natürlich auch viele Versorgungsgüter, Handgranaten, Munition und natürlich vor allem Nahrung gebraucht. Und dafür brauchten sie Rucksäcke. Dieser Rucksack war tatsächlich nicht so beliebt, da er relativ klein ist und meistens wurde auf andere Rucksäcke zurückgegriffen. Was sehen wir denn hier so zum Beispiel am Rucksack? 2 CS-Granaten. Diese wurden benutzt, um beispielsweise in Tunneln CS, die Vietcong, hinauszuscheuchen. Wir haben hier in der Tasche ein Signal Panel VS-17. Dieses wurde zur Exfiltration benutzt. Durch die Neonfarbe wurde dann so gesehen die Position aufgeklärt, die eigene, von den eigenen Luftstreitkräften. Wir haben hier Signal Flares für die Nacht. Diese wurden dann abgeschossen, kam ein Stern raus, um ebenso die Position selber zu übermitteln. Noch weitere Wasserflaschen. Eine M18 Claymore-Mine, um die eigene Position zu schützen, wo man ruht. Eine Machete, LRRP-Ration. An der Seite hier noch eine Two-Quarter-Canteen, collapsible. Eine Rauchgranate, eine Karte in der Kartentasche. Und persönliche Ausrüstung, wie Schlaf, Shirt, andere Socken etc. Als Nebenbewaffnung sehen wir hier eine 1911er. Die wurde tatsächlich vom McVisock nicht so gerne benutzt. Aber dieses Modell hier ist im Kaliber 45, im Original. Das ist natürlich ein Nachbau. Es wurden aber auch gerne High-Power-Modelle oder auch sowjetische TTs benutzt. Und was hier noch auffällt, ist ein original vietnamesischer Hosengürtel. Hierbei handelt es sich natürlich um eine Beute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ansonsten abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video.